gerade irgendwas durcheinander. Er Komm, sagt, hier er kommen wir ist. schlecht runter. Ja, Und wollten wir noch zu 2 rüber? hier ist es zu steil. Zu 2? Wieso, was ist denn auf der 2? Das sollte ich doch markieren, weil dieser Kreis da oben war. Diese Ach Festung. ja, diese Festung, genau, okay. Hier könnten wir runterkommen. Ein bisschen Glück, ohne. Hier mit dem. Nee, Auf, nee, auf. weiter. Stopp, 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 noch weiter. Da hinten ist ein großer Stein. Noch ein bisschen weiter. Oh. Ja, hier doch, oder nicht? Hä? Ich würde noch ein bisschen weiter links. Bei dem großen Stein, der da liegt. Das sagst du doch nur, damit ich hierher renne und du da schon runterklettern Ja, ich kannst. hüpfe, Ich kann bin da dann schon runter. da. Ich hüpfe doch nicht da runter, wo ich sage. Bin ich blöd? Hüpft auch wieder hoch. Au! Also das war keine gute Idee. Das hat irgendwie weh getan. Wie mit Tun. Nee. Aber vielleicht hat er mir auch nicht die Wahrheit erzählt. Das muss er ja. Oder er arbeitet nur in Wien. Möglich? Oh, ich glaube, hier was Was? Schlimmes. Oh. Mag nicht, wenn du O sagst. Eine Mission, eine Waffe. Oh, Wenn wir cool. rüberschauen, hier ist irgendwie was. Deswegen sind wir Lass mal lieber hergekommen. hier oben drauf da, dann Dort aus. können wir. Ja, ich kriege hier Aggro aus dem Kreis. Oh, das sieht cool aus. Ja, hier Nur aus laufen dem auch. Warhammer. Alter Schwede, hier läuft eine ganze Menge Fußvolk durch die Gegend. Jetzt hat sowas von Warhammer irgendwie das Ambiente, oder? Ich komme hier nicht hoch. Mann. Ich schon, aber ich will da gerade Jetzt gar komme nicht ich hier hoch. hoch. Da. Ja, hier schaut richtig gut aus. Es scheint auch irgendwie militärische Basis zu sein, aus Zelten, aber auch ganz viele von den Kumpels. Ja, dann lass sie doch mal wegmachen, oder? Armin! Hey, da bist du ja! Wie du siehst, wir sind mit den Quests nicht weitergekommen, wir sind auf den Schießstand gegangen und machen so lange hier weiter. Genau, wir machen jetzt nicht finden die Unwissenheit aus. Ja. Wir versuchen einen professionellen Eindruck zu machen hier. Ah, cool, ein Schuss, ein Treffer. Sehr gut. Was? Geschossen. War langweilig. Ist alles voll, ist voll gefährlich. Ja. Und das war's. Ja. Ey, cool, Armin weiß, Du wo wir weißt, wo sind. wir sind. Ja, das ist ja. Hui. Ja, wir nicht. Ja. Das stimmt wohl. Ach Mann, ich bin schon wieder vollgepackt. Das ist doch. Armin, so geht das nicht. Ich Oh. kann mal wieder nicht. Schmier. Ich habe einen Fertigkeitspunkt gewonnen. Woo. Womit ich auch immer das verdient habe. Aber ich habe Oh. ihn bekommen. Kisten über Kisten. Ja, und ich hab keinen Platz. Ja, da musst du wirklich mal ein bisschen. Gibt es einen ganz coolen Trick. Du kannst mit so Ja. So, Captain, aber dein Dings haben wir jetzt noch nicht rausgefunden, wo du Waffenkiste. wohnst. Oh, ich habe Südlich. einen Vierer. Schweiz. Vierer Also, Captain, du kommst dann aber Magnum. aus der Schweiz, oder? Ich verstehe das nicht. Was denn? Ist da irgendwo eine Kiste? Nee. Eine Waffenkiste ist hier. Eine Vierer Magnus ist bei mir drin. Eine Magnus. Waffenkiste. Ach, da. Ja, aber ich habe keinen Silber. Platz mehr. Habe ich doch eben schon gesagt. Wir können jetzt nicht anfangen, irgendwelchen Kram zu looten. Geht nicht. Oh, hier ist noch eine Waffe drin. Hier oben in der Kiste liegt eine Waffe. Oh. Kistensoldaten und ganze Munition. Wer will schon Soldaten? Die habe ich aus dem Haus gepult. Der lässt aber ganz schön den Kopf hängen. Ja, ihm geht's nicht mehr so gut. Bist du steif gefroren, der Junge? Steif? Ja, steif. Ey, Da komm kriegt da, er geh doch rein. steifen Nacken. Schick Ah, mich! los. Ich geh weg, ich bin schon drin. Also Los! gut. Piep! Yeah! Ja, du bist rausgefallen. Nein, ich Freu bin mich. noch drauf. Gib frei, ich fahr dich nach Hause. Nein, bitte Alter. nicht! Jetzt sitze ich hier am Muss nicht! Rumspackseln. Ich glaub das einfach nicht. Was ist denn hier? Oh, hier liegt ein toter Soldat im Übrigen. Oh, Ach! der hat aber Der viel Tote! dabei. Das ist dicht gefolgt von, man könnte sich Weder Wien noch zurückschaffen. Österreich liegt in der Schweiz. Aha, okay. Ach echt? Jetzt tu Hab mal nicht was so neunmal gelernt. klug, du wüsstest das doch auch nicht.
Was, das Österreich nicht in der Schweiz liegt? Ja. Oh, das Österreich nicht in der Schweiz liegt. Alter Schwede, du bist aber einer von den ganz Hellen. Spaß. Ach, ich liebe dich. Das brauche ich nicht. Kann weg. Aber Armin lacht sich wieder schlapp, weil wir die Sammelgegenstände nie finden. Wahrscheinlich. Was? Findet ihr aber wirklich eigentlich nie. Zwerge und Pferde. Was ich mit so viel Magnusmon will, eigentlich gar nichts, aber die habe ich hier gerade gefunden. Die war, glaube ich, in den drei Decken drin, die wir erlegt haben. Ist doch ein Soldat. Ist immer sehr ergiebig. Wo bist du denn? Hä? Hier hinten. Ach, kannst du da hinten? Hier. Rausgepult. Ich bin Hobby-Proktologe. Ja. Die sind sehr ergiebig. Ein und Schuss. Hier haben wir auch was, wo man reingucken können. Ja, aber bei dem Soldaten war ich doch schon. Ach, hier gibt's aber nicht weiter. Der Proktologe. Wir haben hier ein Schriftstück. Mhm. Ja. Und Kästen. Aber der Meister des Sammelns kommt gleich. Ja. Guten schon mal. Ja, doch. Oh. Gasmaske grau. Guter Gaswiderstand. Das passt doch zu Justus. Nehmen. Z. Lesen. Ackerlandregion. Eine Funkstation am Flugplatz Överbü hat eine Nachricht aufgezeichnet, der zufolge eine militärische Aufklärungseinheit des Kommandobunkers Minken mit einer geheimen Fracht in Tüdelchen auf dem Weg zum Flugplatz war, aber niemals dort ankommen. Die Operation war auf ausdrücklichen Wunsch des schwedischen Nationalen Forschungsinstitutes für Verteidigung, FOA, erfolgt. Die letzte bekannte Position des Spezialkonvois war östlich von Överbygärd. Oh, hier sind jetzt jede Menge Symbole aufgeploppt. Ja. Lupe, Sprengsymbol. Das ist ein Schau-Luch-Mal-Vorbei-Symbol. Aber mir werden die nicht auf der Karte angezeigt, nur hier. Ich glaub. Ja. Ah, guck mal. Oh. Ja, was gehört? Ja. Ziemlich genau im Norden am Strand liegt ein Ruderboot, darin ein Zwerg. Danke. Ziemlich genau im Norden. Am Strand, da liegt ein Zwerg unter einem Ruderboot. In der Sonne. Was? Danke für deinen Beitrag. Sehr schön. Ich wollte nicht weiter die Serie ziehen. In der Sonne. Dass so wie AKK auch mal was sagen wollte zum Thema Verteidigung. Wieso? Kann man sich auch ganz gut. Großer Fan, ganz großer Fan. Ganz großer Fan. Oh, guck mal hier. Yes. Hier für einen Streifen, hier Fahrtstreifen und LKW-Spuren direkt über die Klippe nach unten. Guck mal. Ah! Und da unten liegt ein Lasser im und Ding. Du jetzt rum. Auch. Im Drag. Ist ja, und du jetzt auch. Ich jetzt nicht, nee. Da machen wir das Explosionszeug. Da hinten liegt ein Ruderboot. Luderboot? Ach du Scheiße. Wo müssen wir denn da runter? Da müssen wir hier hinten runter oder sowas. Und da hinten steht ein Panzer im Feld. Wie gesagt, aber hier oben ist doch das Sprengsymbol, bevor wir irgendwo ganz runterklettern. Ja, ich bin auch ums Sprengsymbol rumgerannt, aber irgendwie war da nichts, oder? Nein, ich renne jetzt hier hinten hin. Ich renne jetzt hier hinten hin. Weil hier müsste man ja eigentlich halbwegs heil runterkommen. Ja. Jo. Oh, dass du immer auf Armin hören musst. Ach Mann. Was denn? Ja, dass das hier so, weißt du, da so, weißt du, und alles. Dass du hier immer so rum, ne, dass du hier nicht so einen Gleitfallschirm hast. Damit du von der Kluppe hechten kannst. Ja, ich hab einen. Das haben die nicht gut eingerichtet. Das haben die nicht gut eingerichtet. Du musst einfach 200 Kilo zunehmen, dann innerhalb von 3 Monaten wieder abnehmen und dann hast du so viel Haut, ja, dass du runterkleiden kannst. Hui, Flatter! Erst Fatman, dann Batman. Flatter, Alter. kann man da irgendwas machen? Achso, das ist auch noch ein Panzer, der hier runtergerödelt ist. Das ist ja auch cool. Der brennt doch schön. Ja. Seit Wochen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir hier jetzt schon unterwegs sind, aber seit Wochen. Und Armin lacht sich gleich tot. Haha, die rennt tatsächlich zu dem Bruderboot, ist ja geil.
Genau, er arbeitet jetzt immer ein bisschen vor, weißt du? Jede Woche und dann lockt er uns in die Irre. Hier liegt eine Tasche. Selbstklebendes irgendwo. Oh, tatsächlich. Ein. Oh, Armin, du bist der Zweitbeste. Ein Zwerg. Ich kann ja nicht sein, der Beste bin ja schon ich. Ich wollte gerade fragen, wie auf Position 1 DD. Schön, seid ihr schon auf dem Rückweg? Ja. Das ralle ich langsam nicht mehr. Ja, wir sollten den Dicken einfach nicht mit zum Staffellauf nehmen, das bringt nichts. Schön. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Das Blöde ist nur jetzt, ne? Wenn du jetzt so diese Hautlappen hast und dann kommt ein Windstoß. Weg. Flapp. Einfach so einen schönen Drachenschnur am Fußgelenk festmachen. Ja, schön. So, wo waren wir gerade? Achso, ja, genau, Schweiz. Ich kenne mich in der Schweiz überhaupt gar nicht aus. Ich war schon mal in Kandersteg. Dieses mit den. Ja, genau, in den Kandersteg war ich halt auch schon mal. Da waren wir zusammen da? Ja. Wahrscheinlich. Ich war nur viel kleiner als du. Und sah wie immer viel besser aus. Wir können nicht zusammen da gewesen sein. Wer bist du überhaupt, ey? Du bist auch immer noch viel kleiner als ich. Ja, und ich sehe immer noch viel besser aus. Nein. Nein. Es hat sich also nichts geändert. Verdammt, wie konnte ich so eine Vorlage geben? Shit. Das ist doch doof. Ist dir gar nicht üblich, sowas zu tun. Ja, weiß ich auch gar nicht. Normal bin ich vorsichtiger mit dir, aber weiß ich nicht. Ich hab so intensiv noch über dicken Witze nachgedacht. Ist das Diskriminierung von Übergewichtigen? Nein. Nein, nein, das würden wir niemals machen. Andi ist auch gar nicht übergewichtig. Obwohl doch schon, aber ich glaube, ich bin übergewichtiger. Na, obwohl, da weiß ich nicht. Also von den Proportionen her, ich bin aber natürlich auch deutlich größer als du. Ja, deutlich ist auch ein bisschen übertrieben. Ich bin auf jeden Fall deutlich wichtiger als du. Ja, du fühlst dich deutlich überwichtiger als ich. Ja, ja, das ist wohl so. Schön. Seid ihr alle rausgeflogen? Bei mir gibt es euch doch hinten. Wo seid ihr denn jetzt? Da rechts am Wald sind zwei so Drohnen. Rechts am Wald fliegen zwei Drohnen in Richtung Süden. Ich? Ja, Lemming. Okay. Wo seid ihr runtergegangen? Gott. Eine Drohne ist da noch. Keine Drohne. Das ist doch schön. Haben wir das auch erledigt? Diskriminierung von Übergewichtigen? Nein. Also ich glaube, bis auf Kanda sind hier, glaube ich, alle übergewichtig. Okay, wir sind nur zu dritt, aber ne? Ich weiß schon, was ich meine. Oh je. So. Ich höre was Großes. Ja, ich höre auch was Großes. Der läuft ja. Da hinten. Der steht zwischen den ganzen Türmen oder drei mittlere laufen da hinten noch rum und noch ein paar Hunde. Oh, Alter, und da steht die Mühle, ist ja cool. Es sind mehrere Mühlen, warum? Oh, schaut schön aus. Auch so richtig im Military. Oh, hier. Ja. Verschlossene Kiste, also verschlossene. Geh weg, das war meine Haarnadel. Nein. Doch. Oder warte, nein. Ich habe inzwischen so viele Haarnadeln selber gefunden, ja, das kann gar nicht alles deins sein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Halt die Fresse, Mann. Habe ich heute mit meinem Sohn auch gespielt. Nein, doch, nein, doch, nein. Ja, nein, vielleicht, nein, doch, vielleicht, nein. Er saß an der Vitrine und wollte die Star Wars Modelle, die Lego Star Wars Modelle wollte er sehen. Und ich wollte aber, dass er noch ein bisschen was isst. Und irgendwann fand er das dann halt lustig. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Aber ihr seid euch einig geworden, er hat nichts gegessen und die Lego Modelle gekriegt. Selbstverständlich. Siehst du, ich bin auch Vater. Ja. Ich weiß noch, wie es läuft. Ist halt konsequent. Ja, ja. Nein, 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 wir haben ihn anders zum Essen gekriegt. Dann. Und danach durfte er dann Lego. Extra aus Frankreich zu so einem Gänsemessen. So ja, genau. Und wenn er dich dann völlig fertig anschielt, sagst du, siehst du, hättest du mal lieber gleich gemacht. Ne? Genau. Ja. Da hinten fliegt noch eine Drohne. Armin fällt
Dicke vom Westernhagen dazu ein. Was? Armin fällt das Lied Westernhagen von Westernhagen. Das Lied Westernhagen von Dicke. Westerland. Alter, Marius Müller Dicke, Alter, der war gut. Yeah. Das sind zwei, das sind also zwei große, zwei dicke, wo wir gerade von ja. Wieder bei Dicken sind. Alter Schwede, das ist aber, ich hab überhaupt keine Munition mehr für die scheiß Panzerfaust, ne? Warte, ich habe noch drei Schuss hier. Ich habe zwei. Liegen bereit? Ach, plötzlich, wo es darum geht, dass sich einer mit der Panzerfaust das Fadenkreuz auf die Stirn malt, da haben sie plötzlich alle Muni, ne? Ja, hier, bitteschön. Spang, ey. Okay, ich hab die Akku. Los, Lux, macht was. Nee. Oh, da sind kleine. Da sind jede Menge kleine. Okay. Oh ja. Oh ja. Ah, wir gleich mal weg. Was war das denn? Ich hab den unten an den Füßen getroffen und er ist mal 20 Meter hoch. Das sah ja gut aus. Sind die jetzt weg? Also drei Stück. Ob wir die Mission bei den Mühlen haben? Offensichtlich nicht. Oh, da kommen von den mittleren auch noch drei. Ja, das habe ich doch gesagt, dass da drei von den mittleren sind. Ich höre dich nicht mehr vor Lotte. Lass mal in Deckung hinter die Hütte gehen. Auf dem offenen Feld kann ich nicht schießen. Ich muss erstmal jemanden sehen, damit ich schießen kann. Da. Ja. Ja, siehst du, kann ich endlich mal Muni loswerden hier. Oh, shit. Scheiße, Alter, scheiße, lass mich da rüber, was soll das? Alter, was? Es geht. Kann da weg! Kann da weg! Oh shit! Weißt du was, ey? Ich habe heute Nacht wieder mit meinem posttraumatischen Belastungssyndrom zu kämpfen hier, ey. Lad doch nach! Alter! Komm, gib mir irgendwas, verdammt. Ich höre eine Drohne, ich höre eine Drohne. Ja, ich auch. Jetzt nicht mehr. Alle Augen verborgen. Stufe 1 abgeschlossen. Boah. Puh. Aus Kampf geflohen. Das kam ein bisschen unverhofft anders als gedacht. Was ist das denn für ein Ding? Das mit? Das war so ein. Alter, wie schnell ist er denn? Neu, oder? Oh ja. Da sind jede Menge Drohnen. Ah, sag mal! Da wartet die Ratte, bis ich stehen bleibe. So, Alter. Oh, da kommt noch eine. Was? Oh, je größer sie sind, ein Erfolg. Oh, da kommt schon wieder jede Menge Fußvolk nach. Ja.
Ach shit, wieso habe ich da nicht nachgeladen? Captain, sei mir gerade nicht böse, wenn ich nicht antworte. Ich bin hier gerade, ich habe gerade ein bisschen Stress. So, was setzt mich unter Druck, wenn ich beschossen werde? Au! Oh, die miese Ratte, ey. Au. Oh, er ist gelebt und ich muss nachladen, ey. Ein kleines Stück weiter wäre ein Unterschlupf und ein Bauernhof. Nein, das stehen wir jetzt durch. Ein Stück weiter. Oh, der ist draufgegangen. Das ist doch schön. Ja. Vielleicht hat er ja Muni dabei. Das wäre doch was. Ja. Ja, stimmt. Gute Idee. Ich brauch mal. Oh, ich bin ran vor. Ich habe keine Munition mehr. Shit. Egal. Ist der Hops, ne? Nee, keine Muni mehr. Für gar nichts? Ne. Doch, ja, schon, aber für die. Ja! Der war gut. Hübsche Explosion, hübsch. Langweiliger Tag heute. Ja, geil. Du bist auch gestresst, wenn man auf dich schießt. Das verstehe ich nicht. Ich gehe immer ganz ruhig und entspannt weiter. Man kann immer ruhig bleiben. So. Kommt die Loot-Orgie. So, fertig. Ernsthaft? Was denn? Ja, weil ich schon wieder Schüsse höre. Ja, ich. Hier ist eine Antenne. 1500 Erfahrung. Wie das Zerstören der Dicken. Bräunig. Die können mal dahin. Oh, da hinten ist eine Luke. Und ich höre mich doppelt. Das ist nicht nett, wenn wir sich schon selber hören. Oh, ich sehe da vor allem so eine scheiß Antenne. Ist die schon kaputt? Ja. Nee. Hä? Was? Mittlere Mühle? Was für eine mittlere Mühle? Was ist das für ein Suchscheinwerfer, der hier rumleuchtet? Ist die schon kaputt oder ist die nicht kaputt? Ja, die ist kaputt. Ja, aber warum ist denn da noch das blöde Symbol drüber? Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Schaut mal die mittlere Mühle an. Was für eine Mühle? Ich hab keine Ahnung. Ach, welche Mühle? Da. Das sind Mühlen, ganz viele Mühlen. Das sind Mühlen. Armin kann das nicht mehr ertragen, was wir hier tun. Ja. Zerstöre in der Waldregion genügend Maschinen, um einen vollständigen. Sammelgegenstand aufgehoben. Ja, vor allem ist hier weit und breit kein Mensch zu nehmen. Und mit einmal. Ist Kanda 40 Meter vor mir. Was? So geht's mir immer. Immer. Ist ja auch toll, dass hier eine Treppe ist und kommt nicht hoch, ne? Ist auch unnatürlich große Stufen. Hühnerleiter. Was sollen wir da jetzt gucken? Um die Mission wenigstens für die mittlere Mühle. Das ist eine Mühle, das ist eine Mühle, das ist eine Mühle. Hier, kannst du die Kisten? Armin! Ja, das und das zum Zeitpunkt, wo wir nichts vertragen können. Ich wollte gerade sagen, ich kann nichts mehr tragen. Armin hat uns gedacht. Das hat er auch gut gemacht. Aber er will uns quälen. Er will sagen, ich gebe denen aber noch mehr Loot, damit sie sich noch mehr ärgern, dass sie nichts davon tragen. So einer ist Armin. Echt? Ja, so einer ist Armin. Ich habe ihn immer anders eingeschätzt. Ich habe ihn mal gegoogelt.
Armin, der alter, Böse, heißt er da im Netz. Du alter Stalker. Ja, ja, ja. Boah, Festivalarmband. Danke, Armin. Das ist ganz besonders für Anni ist das wichtig, weil Anni immer versucht, mit dazu zu gehören und mit so einem Festivalarmband. Ich gehe mal pink gekleidet nach Wacken. Verstehe ich auch nicht, dass ich reinkomme. So, hier vorne ist noch eine Lupe. Wollen wir da jetzt hin? Da, wo der LKW im Wasser liegt. Ich habe gerade Agro von da hinten. Warum? Ja, ich auch, aber ich habe aus Westen Agro. Weg. Kanda interessiert Agro nicht. Kanda rennt. Wenn alle so schnell wären wie Kanda. Ich guck. Kanda Struck. Aber ich kann das nicht. Oh mein Gott. Wetterleuchten. Nee. Nee, da steht irgendein. Schleuchtturm. Ein Schleuchtturm, genau. Ja. Da steht ein Schleuchtturm. Nein, bin ich jetzt auf der falschen Seite längs gegangen und ich komme da jetzt nicht hoch? Das macht doch nichts. Ernsthaft? Wir regeln das für dich. Ich hab gerade Akro bekommen. Neuronale Intelligenz, ja. Hä? Das passt aber nicht zu uns. Intelligenz und Quest erfüllen? Ja, Intelligenz. Verstehe ich nicht. Das, ist, da können wir nicht gemeint sein. Intelligenz ist das nicht das, was man pipi muss? Ich lass wieder raus hier. Ne. Hans! Hans für mir schöne. Geh mal da hinten hin, da ist noch so ein Zeichen, so ein Symbol. Und da ist außerdem noch ein rotes Haus, warum ist das so? Ach, das ist diese komische Werbeaufschrift da, das ist der Supermarkt. Zwei Symbole, das kenne ich noch gar nicht. Aha, eine Waffe und ein Sammelgegenstand. Oh, hier scheint er wieder. Gott, Armin freut sich schon den Arsch ab. Ja, ja. Agro. Die Mission kann man in Österreich finden, wenn man nicht ganz so blind ist wie wir. Vielleicht waren wir da ja aber noch gar nicht da. So. Armin, was soll das? Du kannst das jetzt hier nicht irgendwie mobben. Ja, echt. Find ich, echt, ey. Find ich nicht gut. Du. Und schon gar nicht vor all den Zuschauern. Und nicht vor all den Leuten. So. Du kannst weiter. Achtung, Achtung. Da kommt auf jeden Fall eine ganze Menge Scheiß auf uns zu. Noch mehr? Da hinten steht auch was. Ah, fuck. Vorhalten. Visier geschossen. Willst du mal, wer schießt denn da auf mich? Sag mal. Das hat wehgetan. Das war nicht schön. Die haben neue Bewaffnung, kann das sein? Ja, die haben diese Laser-Pointer und wenn sie dich im Visier haben. Genau, dann schießen sie irgendeine scheiß Rakete auf dich ab, ne? Ja, dann soll man zweite suchen. Wenn es richtig schön grell in dem Auge. Zu spät. Ja, der eine hat mir voll ins Visier geschossen, danach habe ich nichts mehr gesehen. Das macht ja kein zweites. Die Anzeige dort ist nicht korrekt, alter Armin, was du alles weißt. Hast du auch noch andere Hobbys? Ey, ist ja furchtbar. Also es gibt hier zwei Sammelobjekte, aber der Zwerg liegt etwas abseits. Ich glaube, das Coole daran ist, er ist einer von den Produzenten des Spiels. Ja, das würde ich auch vermuten. Das muss so sein. Das läuft dann alles dabei mit, wenn wir hier durch die Gegend laufen. Schlägt bei den Alarm da, hier hilft denen mal, das ist wieder Spongo-Alarm. Ja, das nicht, dass sie, nicht, dass da einer zuguckt und denkt, das Spiel ist genauso wie die Typen.
Guck mal hier. Oh, hier ist eine Kiste drin. Hier ist eine Kiste drin. Ja, hier ist eine Kiste drin. Du, 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 du. Ja, cool. Ah. Oh. Aber ich habe keinen Platz mehr in der Kiste. Ah. Oh. Jetzt können wir Lighthouse Family spielen. Oh Mann. Oh mein. Das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr. Ich habe ja schon 104 von 100 voll. Ich habe so viel Munition. Ey, das ist echt krank. Und Erste-Hilfe-Pakete. Und noch ein Erste-Hilfe-Paket. Und noch ein Erste-Hilfe-Paket. Und noch eins. Das wäre eine Kiste mit Erste-Hilfe-Paketen voll. Ich muss mit irgendwas anfangen. So. Das muss weg. Das muss weg. Verdammt. Ah, ich hasse irgendwas nicht gesteckt. Das ist ein Kotzen. Ja, das könnte selbstständiger geschehen. Oh. Ich habe 15 Adrenalinspritzen. Echt? Ich habe 3. Ich brauche ja die eine, ich habe sie ja geskillt. Kann ja pro Kampf einmal kostenlos sozusagen mich ins Leben zurückrufen. Wie die Magnus Moon. Nein, die ist voll wichtig. Könnte hier was anderes wegschmeißen. Was schmeiß hier mal anderes weg hier? Hier, guck mal, den Explosivbehälter, der kann zum Beispiel mal weg. Warum solltest du die Magnus Moon wegschmeißen? Ich habe keine Ahnung, weil er böse zu mir ist. Der will dir nur einen reinwürgen. Ja. Hör ich auf ihn. Dann würde ich mit dem, oh, hättet ihr den mal behalten? Das Zerstören eines markierten Gegners bringt mehr Basis-EP. Wie markiere ich denn einen Gegner? Armin, wie markiere ich einen Gegner? Ach nee, es war Alexa, verdammt. Alexa, markiere einen Gegner. Ja, ich habe keine Ahnung. So, jetzt ist natürlich die Frage, das ist jetzt natürlich irgendwie schön erstklassig, das Ding hier. Schaden, die macht mehr Schaden. Handhabung, so. Feuerrate. Ach. Ja, die macht ein bisschen mehr Schaden, aber deswegen jetzt die komplette Moon wieder umstrecken, habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Schau mal hoch. Mit dem Feldstecher. Okay. Und ist das gut? Mein lieber Armin? Ein Skillpunkt habe ich da schon. Will ich da einen zweiten reinstecken? Grillveteran, ja, das würde besser geil zu mir passen. Geil. Sag mal, es wird besser zu mir passen als Grillja. Was? Das musst du slillen und dann mit dem Feldstecher? Ja, er meint skillen, ich verstehe ihn schon. Lass ihn mal in Ruhe. Das war meine persönliche. Nicht, dass ich deinen persönlichen Outfit-Berater hier verärgere, oder was? Nein, meinen persönlichen Generation Zero Alexa. Ach so. Bot. Aber bei Generation Zero heißt das Ding nicht Alexa, sondern Horst. Nein, das heißt Armin. An der Fanga hier ganz oben haben wir ein Panzergewehr, und zwar ein Lindenes. Ganz oben, auf dem Türmchen hier. Ich habe noch nicht noch ein blaues gehabt. Achso, ich habe schon lila. Wo denn? Ganz oben? Ich traue mich nicht. Ich habe alles entfernt. Nichts Gefährliches mehr? Keine Spinnen? Keine. Alles. Ich habe auch mal Putz. Ja, keine Spinnen, aber ein Spinner. Achso. Oh nein, der sieht nicht besonders frisch aus. So ein abgehalfterter Spinner, meinst du? Ja, guck mal, von 3 Sterne auf 4 Sterne, das ist doch schon mal cool. So, dann muss ich da ja wohl auch nochmal hoch, wa? Wenn ihr da hoch seid, dann muss ich da auch. Nee, das würde ich nicht nehmen, das ist total scheiße. Und ja, aber ich habe doch schon 4 Sterne. Mhm. Da kommt dann direkt mein 5 Sterne Zielfernrohr wieder rauf. Ja, das wollte ich wieder umbauen. So, vielleicht ist das ja schicker als meins. Oh nein, meine ist nicht schicker als meins. Meiner ist immer schicker als deins. 90, 90, 60, 90. Ernsthaft. Vielleicht nehme ich das lieber mit für den Fall, dass meins mal kaputt geht. Aber das hat ein cooles Fernglas dabei. Ne, hatte ich schon.
Ne. Aber das Fernglas kann man ja vielleicht noch. Für Gewehre. Wie ist er hier oben gestorben? Hat er eine coole Position. Munition hat er auch noch. Idiot. Ist erfroren. Schön. Auf dem Leuchtturm festgefroren. Schön. Ich bin schon wieder so vollgepackt, so selber skille immer auf Vorhut. Ja, aber immer, wenn man immer auf Vorhut skillt, oder auf Vorhaut oder auf was auch immer, dann hat man keine Abwechslung. Dann hat man keine Abwechslung, genau. Und dann hat man ja nur einen Teil des Spiels gespielt. Ja, den besten. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Ich guck mal, Fernglas. Pack hier mal meine Leiste. Dann schmeißen wir doch mal hier Nebelgranaten weg. 120, 120, 60, 60. Was ist das? 84 Teilmantelmunition. Da, die kann man mitnehmen. Und dafür kann die rein. Genau. Inventar. Gegenstand ablegen. So. Voll ausgerüstet, ich gucke auf die Uhr und würde sagen, weiß ich nicht, wollen wir hier gerade so schön stehen? Ja. Ach nein, ist es schon wieder so spät. Ist schon wieder so spät, ja. Oh Mann, es dauert wieder eine Woche, bis wir wieder zocken können, das ist voll doof. Jetzt wollte ich das gerade mit dem Fernglas probieren, verdammt. Ja, dann mach das doch. Ich brauche einen Gegner. Ach so, nee, dann mach das nicht. Ja, genau, toll. Toll, super, deine Unterstützung. Habe ich genug Leute, die was anderes probieren wollen? Achso, okay, alles klar. Guti, dann würde ich doch sagen. Ja, gut. Machen wir Feuerabend für heute, wa? Och, wie schade. Vielen Dank an alle, die da sind und da waren. Ich hoffe, es hat ein wenig gefallen, euch unterhalten. Erschreck dich nicht beim Minecraft, Captain. Du musst jetzt aufwachen. Du musst jetzt aufwachen. Du musst den Stream ausschalten. Jo, bis nächsten Montag vielleicht. Donnerstag gibt's übrigens, wie heißt es jetzt, Star's End. Nein, ich habe da noch ein Problem. Was? Ich bin Donnerstag gar nicht zu Hause. Ich fahr Donnerstag auf eine Fortbildung bis Freitag. Dann fühle ich mich halt alleine, du Spacken. Ja, das darfst du gerne tun. Ich wollte es dir nur rechtzeitig sagen. Jetzt! Ja, das war ja voll rechtzeitig, Alter. Ganz toll. Ich muss auch gestehen, dass es mir knapp vor 5 Minuten eingefallen ist. Ich überlegte schon, wie ich dir das schonend verkaufe. Das wird echt ätzend, ne? Weil die nächsten beiden Donnerstage weiß ich immer nicht, ob ich das schaffe. Ach so, toll. Ja, weil einmal ist drei Fragezeichen. Ja. Und einmal ist Kegeln von der Arbeit aus, also Bowlen. Gute Nacht, Captain. Ciao, Armin. Ja. Ja, müssen wir nochmal texten. Dann schauen wir mal. Wir finden zusammen. Irgendwie. Alles klar. Also Donnerstag nicht Star's End. Toll. Dann gucke ich mir das alleine an. Vielleicht spiele ich ja, keine Ahnung, Ark Survival oder sowas. Mal schauen. Ja. Wien gehört nicht zur Schweiz. Ja. Also Wien gehört immer noch nicht zur Schweiz. Nee, ja. Immer noch nicht. Komisch. Ich kenne Schweizerin. Ich werde fragen, ob das stimmt. Es gibt so ein ganz kleines Bergdorf, was auch Wien heißt. Ja, genau. Das finde ich noch. Jetzt weiß ich, was ich Donnerstag mache. Ich gucke, ob ich nicht vielleicht doch noch recht habe. Sowas wie das gallische Dorf der Schweiz. Ja, genau. Wien. Genau. Alle gehören zu Österreich. Nur der kleine Ort Wien. Ja, gehört zur Schweiz. Hä? Hey. Der kleine Ort vor allem. Gut, alles klar. Dann Stream of 100.